Hans Makert symbolisiert eine ganze Epoche. Er symbolisiert die Wiener Gründerzeit. Eine Zeit, in der die alten Stile und die alten Meister zu einer neuen Frische gelangten. Natürlich von reichen Mäzenen der Wiener Ringstraße finanziert und gefördert. Makert paraphrasierte alte Stile und alte Meister, Veronese, Van Eyck. Er interessierte sich natürlich auch sehr für schwülstige, erotisierende Szenen. Und so kam es auch, dass diese Vestalin, an und für sich eine zur Keuschheit verpflichtete Priesterin des Vestatempels in Rom, eine relativ unkeusche Aufmachung in dieser Komposition trägt. Wobei sie natürlich eben das tut, was ihre Aufgabe ist, nämlich das ewige Feuer zu bewachen.